In Memphis, Tennessee, der Heimatstadt von Jerry the King Lawler, sind wir nun angekommen. Nee, kein Bock. Ladies and gentlemen, Raw has returned to Memphis, Tennessee, and we are one night removed from the Royal Rumble, which saw MVP. Ja, ja, so ich. Oh, Mädchenpaar. Was ist denn das? Mickie James, ne, müsste es sein. Die war noch damals bei der WWE, die hat ja diese Psycho-Rolle gehabt. Also zum Beispiel die Fehde mit. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Konnte ich nach hinten gucken, oder wie? Oh, Maurice. Oh, disparaît. Hey, ruhig. Ich bin das Gesicht der WWE, also. Mann, Mann, Mann. Naja, wir gehen mal ins Büro. Weiß ich, was Stephanie zu sagen hat. Stephanie McMahon, just the general manager I'm looking for. You get my title shot worked out yet? Cena, you have no idea what it's like to do my job. And your antics don't make it any easier for me. You know I earned that title shot, and you're letting Randy Orton push you around? Here I thought you were a McMahon. I can give you a reminder that I'm a McMahon, Cena. Look, tonight there's a mixed tag match that needs a spot filled. I'm putting you in it. You've got your match, now just go compete. You seem pretty stressed, Steph. You need a hug or a can of soup or something? Just leave, Cena. Just leave. Cena mit seinem Sup und so. Aber Mixed Tag Team Match, mal sehen. Und da ist ein weiteres Fragezeichen. Wie man sieht, müssen wir kurz mal hinrennen. Schnell, 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 schnell. Eine schnelle Einheit. Oh, müssen wir doch zu Mickie James. Dann kommt mal vorher nicht mit der sprechen. Hey Cena, I hear you're my tag partner tonight. Yeah, Mickey, that's what they tell me. Anything I need to know? Only that we're going up against the blondest, most conceited pair in WWE history. But with you on my side, I feel a whole lot better. Das ist ja cool. Mickie James und da ist Sheamus. Sprechen wir mal mit ihm. John Cena, you came between Maurice and me last week. You interfered with destiny. Huh? I blame you. Relax there, Pale Rider. Who am I to interfere with true love? But really, do you think Maurice is the right one for you? She's a looker, don't get me wrong. But does she really understand the Celtic warrior? The man behind the mayhem? Because that's what's important. You may be right, Cena. I'll let you go. This time. Oh, sehr nett, Sheamus. Sheamus ist mal ganz nett zu uns, ja. Cena und Mickie James gegen Ziggler, Dolph Ziggler und Maurice. Das wird ja mal ein Match. Jo, das wissen wir. Und auf geht's zum Match. Mal sehen, wie wir abschließen oder was passiert. Kann alles passieren. Ja, das müssen wir nicht alles sehen. Ich muss mal die Einzüge ausmachen. Ach, darf sie das Alter zu. I am perfection. Ach ja. Ja, ich muss mal gleich einstellen mit den Einzügen. Dass ich die mal ausstelle. Müssen wir jetzt nicht sehen, weil, soweit ich weiß, kommen bei den Einzügen kein Text oder so. So. Und jetzt. Ziggler und Cena. Also ein gemischtes Tag Team, das heißt, ja. Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen. Es darf nie sein, dass Mann gegen Frau antrittet, weil ist halt so, ne? Und was ich auch weiß, ist, dass eine Frau einen Mann attackieren darf, aber nicht ein Mann eine Frau. Sobald ich mir zum Beispiel Maurice attackieren würde, würde ich sofort disqualifiziert. So. Ja, das ist das, sagen wir mal, das Fiese. Aber nein, wir wollten jetzt in Pfeiflacke Shuffle ansetzen, aber das klappt nicht so gut. Machen wir mal mit dem Move und jetzt versuchen wir mal den Five Knuckle Shuffle. Jawohl, klappt gut. You can see me. Und dann der Five Knuckle Shuffle. Und so, und jetzt. Jawohl, und AA to Ziggler. So, und jetzt komm. Und jetzt. One,
2. Okay, das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Aber das ist egal. Wir haben gewonnen. Mal sehen, was jetzt passiert. Oder nicht. Cena und Mickey turn back their platinum opponents. But the real story here, Michael, is why Cena was just dropped in this match in the first place. I'm sure Stephanie has her reasons. She's not one to just make rash decisions. But Cena wants Orton. And I think all the WWE Universe wants to see it happen. Oh ja, das stimmt. Mal sehen, was passiert. Ja, die Umarmung sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Das war eine sehr, sehr schnelle Raw und daher dachte ich mir, okay, das wird ein bisschen zu kurz, schneiden wir mal mit rein. Okay, die nächste Raw-Episode wird nun in Little Rock, Arizona? Nee, Quatsch. Quatsch, Arizona ist ja eine Stadt. Nee, oder? Nee. Arkansas. Ja, okay, ich komme nicht aus Amerika, ich bin Deutscher. Das wird passt schon. Oh, Randy Orton. Nachricht lesen. Ja, okay, ich habe mir Punkte verdient. Hä? Well, well, if it isn't the unchained John Cena, I suppose you're here to get your revenge against me for the Royal Rumble. Yes, John, I screwed you. What are you gonna do about it? I'm gonna wait for the right time. Then I'm gonna beat you down and take your WWE Championship home at the same time. So what you're saying is you're too much of a coward to do anything to me right now. I guess it's happened, Cena. I've kicked you around for so long, you're actually starting to like it. Come on, John. After all I've done, you have no reaction? You're just gonna stand there looking stupid? I play you like some video game. And you just keep letting me score points. Doesn't it get tiring? You'll pay for that, Cena. Only after you do, Randy. Ich hab mal lange gezögert, weil ich wollte mal warten, was passiert oder was er sonst so sagt. Gibt's das Brawl? Yeah. Aber denke ich mal, war ja auch das Ziel. Ich glaube, ich sollte ihn ja schlagen. So. Jetzt verprügeln wir mal wieder hier in einem anderen Backstage-Bereich, was auch gut ist, was ich im Vergleich zu WWE 12 besser finde. Weil, wo wir eigentlich meistens gebrawlt haben, war eigentlich nur meistens nur eine Stelle. Und hier ist es auch mal draußen, mal drinnen. Das ist super. Gefällt mir auch. Also daher gefallen mir hier die Backstage-Brawls auch viel besser auch. Was ich auch cool finde ist... Oh. Das war's schon. Lol. Oh, Eve. Und Maurice. Was hat Eve genannt? Security! Security! John Cena's gone insane! Lol. Stay out of this, guys. It's between me and him. Saw him. He attacked me. He's not supposed to be within 20 feet of me. Take him away. Take him to jail. Ja, natürlich. Er geht in den Knast. Natürlich. Natürlich. What the hell was that? Big things popping. John Cena stopping, MVP. Don't forget, I have a restraining order against you, too. Just go back the way you came. This doesn't concern you. Unless you want to serve more time behind bars. Mann, 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 Orton hat aber echt viel, viel in der Hinterhand und ist sehr, sehr hinterhältig, der Kerl.